So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Einige werden es vielleicht schon mitbekommen haben, die ganz aktiv auf alles achten und überall. Der Thomas hat mal wieder zugeschlagen, also Monsieur Moonlight. Der hat nämlich auf seinem Kanal immer versucht, Duo-Raids zu machen. Jetzt haben wir letztens ja einen Duo-Raid von Palkia gemacht, der sehr knapp war. Auf meinem Bildschirm waren genau noch 0 Sekunden übrig und dann haben wir den besiegt gehabt. War also eigentlich recht spektakulär, sagen wir mal so. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man das schafft so, aber Thomas ist immer guter Dinge. Herr Thomas nötigt einen immer dazu und Thomas sagt auch, komm, wenn Sakyan dran ist, den machen wir auch zu zweit. Und so ist es natürlich geschehen. Sakyan kam in die Raids. Er hat gleich am ersten Tag gesagt, komm, wir machen einen Duo-Raid. Und vielleicht habt ihr das Video auf seinem Kanal gesehen. Wir haben es geschafft, ja, das war aber gar nicht so leicht, wie es aussah und vor allem sah es auch gar nicht leicht aus. Das war nämlich der vierte Versuch, den wir gemacht haben. Ich habe den euch auch nochmal mitgebracht, wer das nicht gesehen hat, wollte das auch nochmal in den Fokus stellen, nochmal Klicks abgreifen, genau, würde der Volksmund dazu sagen, aber keine Ahnung, alle haben gesagt, Sakyan, also Sakyan, der ist so einfach, der ist so leicht, den schaffst du mit drei ganz locker, also Duo wird da auch kein Problem sein. Haben wir auch gedacht, sind deswegen reingegangen, haben uns ein Metagross-Team genommen. Wir haben gesagt, komm, wir machen das Ganze nur mit Metagross. Jetzt haben wir Metagross genommen, ich bin extra raus, wollte draußen das direkt filmen und aufnehmen, live mit der Kamera. Wir haben es natürlich nicht geschafft. Dann habe ich gesagt, kein Problem, ich push einfach noch ein paar Metagross hoch. Ich mache das eine schon auf Level 50 oder so. Ich push mein Krypto vielleicht noch ein bisschen, keine Ahnung. Nee, bevor ich das gemacht habe, haben wir erstmal gesagt, wir nehmen halt Mega Gengar vorne rein mit Gift und probieren es dann, dass wir nur 5 Metagross haben und einen Gengar. Ich also wieder raus, wieder alles aufgebaut, Kamera an, hin und her. Wir haben es probiert, nicht geschafft. Zweiter Versuch, auch Fail. Dann sind wir rein, dann haben wir gesagt, Mega Gengar, alles auf 50 pushen, Kryptos pushen, sonst was. Jetzt wird's gemacht, da saß ich dann drin am PC, ich hab die PC-Aufnahme an. Wir haben es wieder nicht geschafft. Und ich habe gedacht, was willst du jetzt noch machen? Es ist komplett sinnlos, jetzt nochmal es zu machen, weil wir können nichts anderes mehr machen. Wir haben schon alles gemacht. Mir ist auch aufgefallen, ich habe die PC-Aufnahme zwar angehabt, habe aber mit dem Handy gar nicht aufgenommen. Also haben wir es dann anders gemacht. Ein vierter, letzter Versuch wurde gestartet. Diesmal habe ich die PC-Aufnahme nicht gemacht, aber ich habe es am Handy aufgenommen und diesmal hat es geklappt. Und ich hatte natürlich nichts in der Hand. Und das möchten wir euch jetzt mal zeigen. Für alle, die immer sagen, spielend einfach, Palkia war spielend einfach, aber nicht jeder hat gute IV. Level 50er Pokémon, genug Staub, genug Bonbons zum Pushen um alles, das ist vielleicht ein kleiner Teil, aber die meisten scheitern ja sogar zu sechst an Sakyan. Wir haben den zu zweit jetzt gemacht, ich möchte euch den Versuch jetzt mal zeigen, hier laufen die letzten Sekunden noch ab von der Lobby, bevor es dann richtig losgeht. Ihr seht vorne drin also auch das Mega Gengar, ist bei mir ein 100%iges auf Level 50. Als Best Buddy angelegt, deswegen hat er noch mal einen kleinen WP-Boost mit 4960. Dann kommt ein Metagross, ein Krypto-Metagross auf Level 50. Dann kommt ein 100% Metagross auf Level 50. Und dann kommt 300er auf Level 40. Mit denen haben wir den Versuch gestartet, haben den gewagt. Wir sind selber beide auch Level 50, wie ihr seht. Und ich glaube, ich rede viel zu sehr. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Da greift er an und wir greifen nicht an oder was auch immer. Das Ding ist, ich habe auch die ganze Zeit mit meinem normalen Handy gespielt, mit dem Huawei P20. Das hat, bevor der Kampf losgegangen ist, schon ewig gehangen im Kampf. Das Auswechseln hat ewig gedauert. Die Animationen haben ewig gedauert. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, gut, Thomas macht das mit einem iPhone, das ist flüssig. Deswegen habe ich beim letzten Versuch auch gewechselt, habe auch das iPhone genommen, mit dem es dann auch ging. Also selbst wenn ihr die perfekten Konter hättet, manchmal scheitert es an eurem Handy, dass euer Handy einfach nur eine Krücke ist. Und auch wenn ich jetzt kein iPhone-Liebhaber bin, sagen wir mal, hat das einfach Vorteile, mal mit einem iPhone auch das Game zu spielen. Es läuft einfach alles flüssiger, auch wenn das hier ein ganz altes, dreckiges iPhone ist, ist das trotzdem irgendwie flüssiger als die meisten aktuellen Android-Geräte, die ich so kenne.
Das Mega Gengar ist natürlich relativ fix rausgeflogen. Das Krypto Metagross ist auch relativ fix rausgeflogen. Ihr seht, bei ca. 100 Sekunden Kampfzeit sollte man schon ein Drittel weg haben, sage ich auch immer dazu. Was hat das überhaupt hier für eine Knuddler? Hat mit Knuddler gekämpft. Okay, wir sind natürlich sehr effektiv. Metagross ist ja ein einfaches Pokémon, was jeder eigentlich haben sollte. Gab ja einen C-Day mit Tarnell. Selbst wenn man sich da einfach immer nur das WP-Höchste genommen hat, durchentwickelt hat, so eine Metagross mit Sternenhieb, das dann verwendet, davon 6 Stück, die müssen nicht mal 100% sein. Einfach nur die 6 größten am C-Day entwickelt mit Sternenhieb, hättet ihr schon eine richtig gute, starke Pokémon-Armee zum Kämpfen. Was unser Problem auch war, jedes Mal, wenn wir bei den 150 Sekunden angelangt sind, war der noch nicht gelb. Einmal ist er genau bei 150 Sekunden gelb geworden. Dadurch, dass wir aber dann natürlich wieder in die Lobby zurück mussten, wir mussten wieder alles heilen, wir mussten das Team wieder auswählen, war ja klar, dass wir, wenn wir genau 150 für die Hälfte brauchen und genau 150 für die zweite, ist die Zeit mit dem Heilen das, was uns das Genick bricht. Ihr seht hier, die fallen trotzdem um wie die Fliegen, das zieht sich trotzdem alles ein bisschen, da wird wieder bis zur letzten Sekunde gekämpft. Mittlerweile habe ich aber auch, glaube ich, Videos gesehen. Hier, da war jetzt deutlich über 150 Sekunden der gelbe Bereich erreicht. Ich glaube, wir haben aber einen Fehler gemacht. Normalerweise weicht Thomas aus. Ich hau immer nur drauf, aber in seinem Video, wo man beide Bildschirme sieht, habe ich gemerkt, wir waren beide gleichzeitig in der Lobby. Das heißt ja, der Boss bekommt natürlich wieder Energie dazu. Was man eigentlich vermeiden sollte. Deswegen wäre es vielleicht sogar sinnvoll, einer tritt mit einem 6er-Team an und einer tritt mit einem 5er-Team an, dass der 5er einfach schon eher in die Lobby zurück muss, halt seine 5 geht wieder rein, der andere hat so lange noch das 6. Pokémon, um da ein bisschen Zeit gut zu machen. Also das noch ein Profi-Tipp von einem Nicht-Profi an euch, wenn ihr mal so Duo-Raids oder Raids mit möglichst wenigen Personen bestreiten wollt. Guckt, dass ihr nicht gleichzeitig alle in die Lobby fliegt. Jetzt sind wir gleich bei der 100er-Marke. Bei meinem Android war das Heilen ein Kraus. Das hat so ewig gedauert. Hier drückst du drauf und es geht trotzdem relativ flüssig. Trotzdem ist man so aufgeregt, dass man immer Angst hat, sich zu verdrücken. Jetzt ist Mega Gengar wieder am Start, wieder mit Matschbombe. Und was ich noch sagen wollte, genau wegen Mega Gengar, es gab auch Leute mittlerweile, die eben Sakyan Duo Raid gemacht haben, nur mit Mega Gengar, glaube ich. Könnte man denken, hey, das ist unmöglich, guck mal, ihr braucht Mega Gengar und 10.000 andere Pokémon. An sich, wenn man es rein logisch betrachten möchte, wenn Mega Gengar den meisten Schaden macht und ihr holt das immer wieder, ihr müsst ja dann nur ein Getränk drauf werfen, also einen Top-Beleber und könnt direkt wieder rein. Kämpft wieder mit dem Besten, kämpft wieder mit dem Besten, kämpft wieder mit dem Besten. Wenn das so viel deutlich mehr Schaden macht, als zum Beispiel Metagross, dann habt ihr mehr Schaden gemacht in einer geringeren Zeitspanne, aber müsst zwar beleben, aber vielleicht ist die Zeit, die ihr zum Beleben braucht, nicht so aufwendig wie das, was ihr mit dem Mehrschaden rausholt. Das heißt, theoretisch wäre das sogar ein guter Gedankenmove und klingt gar nicht so abwegig. Denn wenn ihr jetzt das effektivste, beste Pokémon weg habt und dann kommt nur noch was, was so ein bisschen vor sich hin tümpelt, das kostet ja trotzdem Zeit, wenn es nicht so krass Schaden macht. Also lieber wieder das Beste reinholen und wieder Mega-Schaden machen. Ihr seht, die Zeit läuft auch jetzt hier wieder runter. Es ist bei 0 wieder angelangt, wieder bis zum Ende. Genau wie es bei Palkia war. Verstehe ich sowieso nicht, aber wie gesagt, das haben sie wahrscheinlich irgendwie gefixt, denke ich mal. Das war früher nämlich nicht so. Früher haben die Lobbys bzw. die Raids schon abgebrochen, selbst wenn ihr noch 5 Sekunden übrig hattet, stand es schon einfach dort, Zeit abgelaufen. Wo ihr dachtet, wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch 5 Sekunden, in den 5 Sekunden hätte ich es natürlich geschafft, ja. 21:28 ist nix, der braucht ja, glaube ich, 21:88, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gar nicht mehr durch. Egal, war auf jeden Fall im ersten Ball drin. 21:88 müsste, glaube ich, der Wert sein für das 100er. Ist hier gefangen, gleich im ersten Ball, ganz gemütlich, aus Gera natürlich. Habe ich, glaube ich, sogar auch direkt verschickt. Gab nochmal ein Bonbon hinterher und
Ja, das war eigentlich unser Duo-Raid. Wieder mega knapp, aber trotzdem Spaß gemacht. Und wenn das bei Sackjan schon so gut geklappt hat, wollten wir das Ganze natürlich bei Zamazenda wiederholen. Am Donnerstag ist der Raid-Boss-Wechsel. Ab Donnerstag, 10 Uhr, schlüpfen die neuen Eier. Erscheinen die neuen Eier. Ab 11 Uhr können die Eier aufgehen. Ab Donnerstag, 11 Uhr, kann man also Zamazenda raiden. Da werde ich wieder einen Community-Raid machen und vielleicht danach schauen, dass ich mit Thomas wieder ein Duo mache. Was ihr dann wieder auf seinem Kanal findet, was ihr bei mir vielleicht dann auch findet. Mal gucken, vielleicht kann ich es diesmal direkt vor Ort aufnehmen. Vielleicht hier. Und würde sagen, sehen wir uns Donnerstag, sehen wir uns Freitag. Dazwischen ist noch die Raid Mania vom Sackjan. Ladet fleißig ein. Ich werde mal gucken, vielleicht gibt es ja doch einen 100er. Kann man ja mal mitnehmen und zumindest auf 40 pushen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Habe ich nicht gerade noch was erzählt und habe dann plötzlich was ganz anderes erzählt? Wenn irgendwas fehlt, schreibt es in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Ah!